Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute, direkt nach Weihnachten, gibt es ein Video ein wenig aus der Reihe. Normalerweise kommen ja nur samstags meine Videos, heute aber ausnahmsweise mal ein Zusatzvideo am Montag. Erstmal hoffe ich, dass ihr trotz der Umstände ein paar schöne Feiertage mit der Familie im kleinen Kreis genießen konntet. Es tut auch mal gut, ein paar Tage nicht über Aktien, Börse und Finanzen nachzudenken. Wie in Teil 1 meines Depotrückblicks angekündigt, der übrigens oben nochmal verlinkt ist, geht es heute vor allem um meine Einzelaktienkäufe in 2020. Wir beginnen mitten im Corona-Crash im März 2020 und arbeiten uns bis zum Jahresende vor. Ich zeige euch, wann ich welche Aktie gekauft habe und wie diese seitdem performt haben. Zudem sage ich euch am Ende des Videos, wie sich meine Einzelkäufe gegenüber dem S&P 500 und dem DAX geschlagen haben. Bevor wir aber loslegen, wie immer ein kurzer Risikohinweis. Meine Videos und Artikel sind selbstverständlich keine Empfehlung oder Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Denkt selber nach, recherchiert und handelt dabei immer möglichst rational. Das mit Abstand einschneidendste Ereignis in meinem Depot war natürlich der Corona-Turbo-Crash ab Ende Februar bis Ende März. In nur einem Monat fielen die Börsen weltweit um über 30%. Mittlerweile sind die Börsen wieder auf Höchstständen und im Nachhinein hätte man im März natürlich all-in gehen sollen und stünde jetzt mit einem fetten Kursgewinn da. Ich bin mir aber sicher, dass sehr viele im März nicht den Einstieg geschafft haben, denn die Angst und Unsicherheit damals war riesig. Auch ich war sehr verunsichert, auch weil ich im Optionshandel bereits Lehrgeld gezahlt hatte. Mein Glück war aber, dass ich seit Ende Dezember Cash aufgebaut hatte. Somit war für mich klar, dass ich irgendwann mit meinem Einstieg beginnen musste. Auch wenn oder gerade weil die Verunsicherung groß war. Ich legte mir selbst eine Nachkaufstrategie auf, die ich hier im Original vom März nochmal eingeblendet habe für euch. Mein Plan war, mindestens alle 30 Tage eine Tranche Aktien zu kaufen, sowie bei 10% Rücksetzern nochmal nachzukaufen. Zudem liefen die ganze Zeit meine monatlichen Sparpläne weiter. Ich habe sie sogar ab März leicht erhöht. Meine ersten Einzelkäufe beginnen am 20. März. Damit habe ich im Nachhinein ziemlich genau den Tiefpunkt getroffen. In meiner ersten Tranche kaufte ich Cisco, AbbVie, Berkshire Hathaway, Microsoft und AT&T. Zudem kaufte ich nochmal Fresenius nach, die ich bereits vorher in meinem Depot hatte. Ich habe euch jetzt einmal die Performance all dieser Käufe seit Ende März eingeblendet. Das ist jeweils immer nur die reine Kursperformance ohne meine bisher erhaltene Dividende. Im Nachhinein natürlich eine Traumperformance, aber zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich damit extrem wagemutig. Ich bin einfach froh, dass ich mit Tranchen überhaupt den Einstieg gefunden habe. Denn seit Ende März ging es fast nur noch nach oben. Wer immer auf den nächsten großen Rücksetzer gewartet hat, sitzt noch immer auf einem großen Cash-Haufen. Market Timing ist einfach extrem schwierig. Im April kaufte ich dann Berkshire und Visa nochmal jeweils zu knapp $500. Auch diese beiden Käufe stehen mit über 20% im Plus, wie ihr seht. Im Mai gönnte ich mir dann einen Nachkauf von Sixt sowie eine weitere Tranche von AT&T. AT&T kaufte ich dieses Jahr relativ massiv. Ich habe mittlerweile genau 100 Aktien zu einem Durchschnittskurs von unter $29 im Depot. Außerdem kaufte ich eine erste Tranche Intel-Aktien, die nach deren Quartalszahlen damals ordentlich gefallen waren. Allerdings war hier noch lange nicht der Boden gefunden, deswegen ist dieser Kauf auch ordentlich im Minus. Die weiteren zwei größeren Nachkäufe im Juli traf ich dann aber doch deutlich besser, muss ich sagen. Meine Dividendenaktien des Monats waren auch allesamt gute Käufe. Oben sind übrigens nochmal alle Dividendenaktien des Monats verlinkt. Ich stelle hier jeden Monat eine neue Dividendenaktie des Monats vor. Prudential Financial zum Beispiel ist mittlerweile sehr dick im Plus und auch meine drei weiteren Käufe von AbbVie sind sehr grün. Auch Tyson Foods kaufte ich zu einem guten Zeitpunkt. Zudem habe ich von allen Aktien mittlerweile schöne Dividenden eingestrichen. Meine letzten Käufe, Aflac und GM Smuckers, sind noch relativ frisch
und der Hai nicht wirklich bewertbar. Im November habe ich, als fast alle Tech-Aktien einen Rücksetzer gemacht haben, nochmal PayPal nachgekauft und eine erste kleine Position in Twitter aufgebaut. Zu Twitter hatte ich auch ein eigenes Video gemacht. Ich finde die Aktie weiter spannend, auch wenn der Kurs mit plus 16 oder mittlerweile 20% seitdem etwas davongelaufen ist. Auch der Kauf bei PayPal war in der Retro super getimed. Zudem habe ich allerdings über erhöhte Sparpläne meine Position in Amazon im November nochmal deutlich erhöht. Hier bin ich weiter bullish. Auch zu Amazon und PayPal hatte ich ein kombiniertes Video gemacht. Die aufgestellten Thesen in diesem Video stimmen aus meiner Sicht noch immer heute. Kommen wir zum Fazit meiner Einzelkäufe. Insgesamt habe ich 14% Rendite über all diese Einzelkäufe gemacht. Hinzu kommen noch einige Dividenden. Insgesamt ergibt sich ungefähr ein Total Return von über 15%. Das Jahr hochgerechnet wäre die Rendite nochmal deutlich höher, da ich viele Käufe ja erst mitten im Jahresverlauf gekauft habe. Der S&P 500 hat rund 15% über das ganze Jahr gemacht. Der DAX lief seit Januar 2020 nur seitwärts und hat somit eine Nullrunde hingelegt. Beide habe ich somit auf jeden Fall geschlagen. Viel wichtiger ist für mich die Erkenntnis, dass meine Nachkaufstrategie seit dem Corona-Crash gut funktioniert hat. Ich habe die Strategie seitdem noch leicht angepasst. Ich kaufe neben meinen Sparplänen mindestens eine Dividendenaktie pro Monat. Meine Dividendenaktien des Monats eben. Zudem kaufe ich nach dem eingeblendeten Regelwerk nach, wenn der S&P 500 nachgibt. Diese Strategie werde ich auch in 2021 fortführen. Damit habe ich auch keine Angst vor weiteren Rücksetzern. Das war's mit dem zweiten und letzten Teil meines Depot-Rückblicks für 2020. Bald kommt noch ein Depot-Ausblick auf 2021. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal gerne und gebt mir doch einen Daumen hoch. Jeden Samstag um 8 Uhr gibt es ein neues Finanzvideo von mir. Danke für eure Zeit. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, immer rational handeln.